Wunderschönen Samstag zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter und die letzten NBA-Spiele zu einer guten deutschen Uhrzeit. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, leider ist es so, nur noch wenige Tage dauert die Saison. Die meisten Teams haben nur noch 3 bis 4 Spiele, falls überhaupt. Und ist noch einiges los an Seedings, wer kommt in die Playoffs. Und ja, am Mittwoch oder Donnerstag ist, glaube ich, das letzte Mal, dass die NBA-Spiele zu unserer Zeit um 19 bzw. 20 Uhr anfangen. Das heißt, die nächsten Tage sollten für uns NBA-Fans vorprogrammiert sein, am Abend vor dem Fernseher oder dem Computer zu sitzen oder halt am Handy, am Livestream, wohin auch immer. Ja, wir haben heute einen sehr, sehr guten Spielplan eigentlich mit Portland gegen die LA Clippers, mit Denver gegen Jazz, Pacers vs. Lakers und Heat gegen Suns. Sind spannende Spiele dabei und da schauen wir uns auch gleich die Quoten an. Vorher aber ein Blick auf die jeweiligen Standings. Im Osten nichts Neues. MVP-Frontrunner Giannis Antetokounmpo wird mit seinen Bucks die Saison als Tabellenerster abschneiden, zum zweiten Mal in Folge. Die Raptors sind auch trotz ihrem Blowout-Loss gegen die Celtics auf 2 gesetzt. Können man auch nicht mehr einholen. Boston jetzt mit den Siegen, mit den letzten beiden Siegen auch auf Rang 3 sicher. Platz 4, die Heat. Heim und auswärts spielt jetzt keine Rolle. Und ob jetzt Miami daheim gegen Philly oder gegen Pacers spielt oder auswärts, in dem Sinne ist eigentlich egal. Trotzdem, hier kann sich noch etwas tun, auch wenn die Heat die beste Ausgangsposition hat. Der 5. bzw. 4. Spot sollte sehr interessant sein, weil dann trifft man zumindest nicht auf die Celtics, die nach den Leistungen in der Saison, aber jetzt auch vor allem in der Bubble, aus meiner Sicht schon deutlich mitreden werden um den Eastern Conference Title. 7 und 8, da sieht es gut für Brooklyn aus, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, denn die spielen ja wirklich eigentlich ohne alle, haben mehr oder weniger einen komplett neuen Roster jetzt für die Bubble aufgestellt, aber mit überraschenden Siegen gegen unter anderem Milwaukee, aber jetzt auch gegen Sacramento gestern, haben sie eigentlich den Platz 7 mehr oder weniger sicher. Dadurch, dass die Magic 2 Niederlagen bereits mehr haben, wird es schwer sein, da noch von Platz 7 verdrängt zu werden. Möglich ist es natürlich. Und auch eine letzte spannende Geschichte hier im Osten. Die Wizards durften ja noch als 9. Team mitfahren, weil sie theoretische Playoff-Chancen gehabt hätten. Jetzt haben sie bisher nur Niederlagen sich eingeholt und sind tatsächlich, obwohl Charlotte gar nicht mehr gespielt hat, noch einmal hinter Charlotte wegen der Quote hier, also der Niederlagenquote. Im Westen hingegen LA safe und diese Tabellenkonstellation sollte man sich jetzt jeden Tag genau anschauen, denn das hat wirklich auch Auswirkungen auf die Motivationen. Auf die erste Motivation beim Spiel Portland gegen die Clippers gehe ich jetzt auch gleich drauf ein. Wir haben gerade schon gesagt, es ist eigentlich egal, ob du jetzt Zweiter oder Dritter oder Vierter bist, wegen dem Heim- und Auswärtsvorteil aus Sicht der Clippers. Die haben noch gute 1,5 Games Vorsprung vor Denver, also haben da jetzt nicht unbedingt was zu befürchten. Aber sie spielen heute um 19 Uhr gegen Portland. Portland hat gerade sehr, sehr gute Chancen, in die Playoffs zu kommen. Und zwar ist es so, der 9. wird dann letztendlich nochmal ein Mini-Playoff ausspielen gegen den 8. In dem Fall wären es gerade Memphis gegen Portland. Wenn der 8. ein Spiel gewinnt, ist er in den Playoffs. Wenn der 9. das erste Spiel gewinnt, gibt es nochmal ein zweites Spiel zwischen diesen beiden Teams. Und dann wäre auch der potenziell 9. in den Playoffs. Beste Möglichkeiten also für Portland. Und jetzt seht es mal aus meiner Sicht oder aus vielleicht einer logischen Sicht. Und zwar LA gegen Memphis, das ist ja mehr oder weniger ein Freilos. Also bei Memphis hat sich jetzt auch noch Jackson einen Kreuzbandriss, glaube ich, zugezogen. Also die sind eh schon nicht so stark und dann auch noch dezimiert. Also könnte LA sich also durch die erste Runde so richtig schimmeln. Wenn es aber gegen die Portland Trailblazers geht, da sehe ich da schon Chancen, dass erstens Portland gewinnt, aber LA mindestens gefordert ist. Das heißt, mit einer heutigen Niederlage beim Spiel Clippers gegen Portland würde die Clippers dafür sorgen, dass LA es vielleicht am Ende schwieriger hat in der ersten Runde. Und Portland
Ihr Superstar Damian Lillard hat gesagt, er kommt ja nur nach Orlando, wenn wirklich sein Team um etwas spielt. Und jetzt haben sie die besten Chancen, noch in die Playoffs zu kommen. Haben starke Siege geholt, unter anderem gegen Houston, jetzt gerade gestern oder vorgestern gegen Denver. Und ich glaube auch, dass sie heute gegen LA gewinnen werden. Sie sind von der Quote her nicht Favorit. Sie haben in der Saison auch die letzten beiden Spiele verloren. Eigentlich 117 zu 97, 107 zu 101, relativ deutlich. Und ja, die Quoten, wenn wir uns mal die Handicaps anschauen. Die Line ist bei 3 bis 4, je nachdem. Hier haben wir Portland als Heimmannschaft geführt. Also plus 3,5 auf Portland ist auf jeden Fall mein erster Tipp. Ich glaube auch, dass im Laufe des Tages die Quote schlechter wird auf die Trail Blazers, weil ich denke, und das ist alles subjektive Geschichte, dass die Clippers bei diesem Spiel auf einige Stars verzichten werden. Das ist Tipp Nummer 1. Beim Spiel der Jazz gegen die Nuggets, was sehr, sehr schwierig, jetzt einen Tipp abzugeben. Die Quoten sind auch relativ verteilt. Denver ist trotz der monatelangen Pause das Team, was immer noch am meisten Verletzungen oder Blessuren auszutragen hat. Ihr Star Nikola Jokic ja auch mit Corona infiziert. Letztendlich spielt er zwar so, als hätte er es nie gehabt, aber generell Denver hat mit den meisten Verletzungssorgen zu kämpfen und Utah hat jetzt erst letztens abgeschenkt, indem sie unter anderem Donovan Mitchell geschont haben. Von daher muss man auch mal abwarten, was heute passiert. Wenn wir auf die Tabelle da auch nochmal schauen, Utah 5. Denver eigentlich fast außer Reichweite, auch mit den direkten Vergleichen. Von daher wird es auch hier die Frage sein, wie gehen die Teams ran? Sagen die Jazz vielleicht, hey, ich möchte lieber gegen Denver in der ersten Runde spielen, dann sollten sie wiederum das Spiel verlieren. Weil ich glaube schon, dass Denver neben einem potenziellen Memphis-Team das Lieblingslos aller Teams ist. Die Rockets sind dann doch unberechenbarer. Also, Stand jetzt wäre es doof, wenn man 4. oder 5. werden würde, weil man dann gegen Houston spielen würde zum jetzigen Stand. Deshalb macht es auch so viel Sinn, immer wieder die Tabelle anzuschauen. Mein Tipp ist zum jetzigen Zeitpunkt auf Denver. Ich würde hier aber keine Wette platzieren, denn da muss man erst mal warten, wer spielt. Die Pacers sind für mich eine große Überraschung. Ich hatte nicht erwartet, dass sie jetzt auch weiter vor den Philadelphia 76ers bleiben würden in der Tabelle. Danach sieht es momentan aber aus. Jetzt haben sie das letzte Spiel gegen Phoenix aber verloren. Die Lakers haben auch jetzt zweimal sich eigentlich abschießen lassen von unter anderem, das sind nur die Head-to-Head-Spiele, unter anderem von den Portland Trailblazers von Toronto war jetzt nicht so überzeugend. Auch hier muss man abwarten. LA bringt der Sieg nichts, Indiana schon sehr viel. Deshalb würde ich auch hier eher auf ein Handicap auf Indiana gehen. Mit 3,88 sind sie krasse Außenseiter, dementsprechend höher wird auch das Handicap angesetzt sein. Eine 10,5 würde eine 1 geben. Schauen wir mal, wo die offizielle Line ist. Eher so bei 7, 8. Also ich glaube, wenn man plus 8 auf Indiana geht, dann macht man nichts falsch. Denn LA wird wahrscheinlich auch nicht Vollgas geben. Anthony Davis ist ja auch immer noch ein bisschen verletzt. Von daher, Indiana plus 8 gefällt mir sehr gut. TJ Warren spielt auch bockstark. Trotzdem macht es da Sinn, auch nochmal die Interviews von den Teams zu hören, von den Coaches. Es gibt ja Trainer, die sagen, nee, die letzten Spiele sind dafür da, einfach nur um meine Spieler zu schonen, damit sie fit in die Playoffs gehen. Da wäre Greg Popovich so ein Verfechter. Es gibt aber auch Teams, die sagen, nee, wir geben lieber auch am Ende Vollgas, um den Druck beizubehalten und dann vielleicht nicht den Schlendrian reinzubekommen.
Miami Heat gegen die Phoenix Suns. Auch hier haben wir ein ausgeglichenes Spiel. Es ist im Head-to-Head-Vergleich. Miami führt, haben das letzte Game auch gewonnen, ist aber schon einige Monate her mit 124 zu 108. Sind auch ein sehr, sehr tiefes Team. Phoenix muss aber auch man auf der Rechnung haben, denn die haben immer noch Chancen, hier auf Position 9 vorzukommen. Ist zwar relativ schwierig, sie sind 1,5 Spiele hinter Portland bzw. 2,5 hinter Memphis. Auch die Pels und die Spurs sind noch vor ihnen, aber mit 4 Siegen in Folge sind sie auf einmal dabei. Das Selbstvertrauen müsste da sein und Miami jetzt das bessere Team, aber auch hier würde ich tatsächlich wieder auf den Außenseiter gehen, aber keine Wette abgeben. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Dallas gegen Maverick, Dallas gegen die Milwaukee Bucks, auch wenn ich hier mit Giannis rumlaufe, schlägt das Herz natürlich für Dallas. Die gefallen mir bisher überhaupt nicht in der Bubble-Phase. Sie spielen echt schlechte Defense, haben 2 Spiele in der Schlussphase abgegeben, die sie eigentlich gar nicht mehr verlieren hätten können. Und jetzt geht es gegen Milwaukee, die nochmal ein Statement gegen Miami gerade rausgehauen haben. Aber auch hier würde ich denken, dass in den letzten 2-3 Spielen Coach Budenholzer von den Bucks eher seine Spieler schont. Ein Sieg gegen Dallas bringt denen jetzt nicht so viel. Und die Mavs brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, jetzt auch ein Top-Team schlagen zu können, was ja Milwaukee wirklich ist. Momentan hat Dallas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich nur Sacramento geschlagen und sonst auf den Sack bekommen. Und also in der Bubble gegen zumindest die Top-Teams jeweils den Kürzeren gezogen. Letzte Woche, unser Tipp ging ja leider schief auf Dallas gegen Houston. Da haben sie in der Overtime verkackt und ja, weiß gar nicht, wie sie das dann noch geschafft haben. Wir schauen uns auch hier die Quoten für die Handicaps an. Nochmal mit einer Dreierquote sind die Mavericks deutlicher Außenseiter. Ich denke, man kann schon auf die setzen, aber auch hier würde ich mir eher die normale Handicap-Line raussuchen. Dallas plus, Dallas plus 6, momentan die Line für eine 1,84. Das ist auch eine Wette, die wir anspielen werden und mit der ich eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Dann geht es weiter mit den Thunder gegen die Wizards, die bisher alle Spiele der Bubble verloren haben. Die werden auch das nächste Spiel hier wieder verlieren. Macht für mich jetzt keinen Sinn, warum sie jetzt ausgerechnet gegen Oklahoma gewinnen sollten. Außer aber Oklahoma möchte nicht gewinnen, weil sie nicht auf Platz 5 wollen. Das ist halt die Gretchenfrage, deshalb aber auch hier keine Wette. Das Spiel findet dann auch erst morgen statt. Deshalb sind noch keine Quoten verfügbar. Ich denke, man muss ja wirklich drauf schauen, wie die Quotenverteilung ist. Der Markt oder der Großteil der wettinteressierten Menschen da draußen werden wahrscheinlich eher auf den Namen Oklahoma gehen. Die Quotenverteilung gegen Memphis hat gerade eben schon nicht so viel Sinn ergeben im Spiel davor, wo sie von den Quoten her Favorit waren, aber ordentlich abgeschossen wurden. Von daher glaube ich, dass man auf Washington schauen sollte. Wenn Washington eine plus 8 bekommt, eine plus 9, dann auf jeden Fall auf die Wizards gehen oder vielleicht sogar auf den Steel-Sieg hoffen, wenn Washington eine gute Quote angeboten bekommt. Toronto gegen Memphis. Hier sind die Vorzeichen auch nochmal von der Tabelle relativ klar. Die Raptors werden so oder so als Tabellenzweiter abschneiden und Memphis muss gewinnen. Jetzt haben sie zum deren Glück ein Spiel noch gewonnen und hier wird viel von der Motivation von Toronto abhängen und ich glaube schon, dass man auch hier eher auf Memphis plus Handicap geben sollte, falls einem die Buchmacher das anbieten. Um eine Zweierquote für einen einfachen Memphis-Sieg würde ich jetzt nicht spielen, aber auch hier wieder, wenn die Quote 3 Komma ist oder höher und das Handicap bei
5-6 Punkten ist, dann kann man schon auf die Grizzlies gehen. Auf die Raptors sehe ich auf keinen Fall eine Wette. Auch bei den Pelicans gegen die Spurs sind noch keine Quoten draußen. Hier müsst ihr wirklich dann überlegen, für beide Teams wird es die letzte Minimalchance sein, sich noch für die Playoffs zu qualifizieren. Die Spurs haben in der Saison bisher ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, jeweils viele Punkte sind gefallen. Darauf könnte man dann auch wieder spekulieren. Auch in der Bubble haben ja beide wirklich offensive Power. Ich persönlich gehe hier mit Greg Popovich und den Spurs. Ich bin jetzt nicht so der Pelicans-Fan und ich denke, das Team wird ein bisschen besser dargestellt, als es tatsächlich ist. Die derzeitige Bilanz von 30 Siegen zu 39 Niederlagen finde ich fair. Sie sind zwar super schwach gestartet, haben sich dann ganz gut gefangen und sie haben einige Prospects. Sie haben natürlich Zion Williamson, sie haben Brandon Ingram, der geil spielt, Lonzo Ball, Jabu Holiday, JJ Redick, der eigentlich noch nie bisher in seinem NBA-Leben Playoffs verpasst hat. Das würde wiederum dann sprechen, dass sie dieses Spiel gewinnen. Aber hier ist meine Tendenz ganz deutlich zu San Antonio. Eher aus Sympathiegründen zum Spiel selber muss man halt dann sich seine Gedanken machen. Ich würde auf die Spurs gehen. Und hier ist Celtics gegen Magic. Die Celtics hat man auf dem Schirm zu haben. Orlando enttäuscht. Orlando schafft es wirklich eventuell hinter den neu strukturierten Brooklyn Nets zu sein. Das ist schon eine Kunst für sich. Hier würde ich auch eher von einer Wette Abstand nehmen, denn der dritte Platz für Boston ist eigentlich safe. Das heißt, vielleicht werden die dann auch nochmal die zweite, dritte Garde spielen lassen. Hier auch. Also eher Tendenz zu Magic plus Handicap, auch wenn die enttäuscht haben. Und beim Spiel der 76ers gegen die Trailblazers, ich gehe Damian Lillard all the way. Meine Prediction ist auch tatsächlich, dass Portland Achter wird und dann die Lakers in der ersten Runde rausfallen. Und dann haben wir unglaublich spannende Playoffs. Und ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, heute Basketball. Um 19 Uhr geht's los, wenn ihr da nicht beim Grillen draußen seid. Falls das Corona-mäßig überhaupt erlaubt, dann ist in eurer Region. Ich gehe nochmal meine Tipps durch. Die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Clippers, aber wir nehmen ein Asian Handicap plus 3,5 für die Quote von 1,8 mit. Wir lassen die Finger vom Spiel der Nuggets gegen die Jazz. Dafür setzen wir aber auf die Indiana Pacers plus 8. gegen die LA Lakers, auch wieder um die 1-9 rum. Tendenzen zu bei den anderen beiden Spielen heute Nacht wären eher zu Nuggets und Suns, aber keine Wette. Und für die Spiele vom Sonntag, da habt bitte gute Quoten auf dem Schirm. Dallas plus 6 gegen die Bucks, auch ein Tipp, den ich anspielen werde. Ansonsten eher Tendenzen zu den Teams, die den Sieg mehr brauchen. Also Quoten gibt es auch keine, aber geht eher drauf. Washington plus Handicap, Grizzlies plus Handicap, einfacher Sieg, Spurs, Handicap plus Magic und Trailblazers Sieg. Das so meine Spekulationen für den Sonntag. Konkrete Wetttipps haben für den Samstag Bestand. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Danke für ein Like, danke für Abonnements. Champions League und NBA gehen weiter auf unserem Kanal. Das nächste NBA-Video folgt dann zum Saisonende. Bye-bye.